Das Universum ist ein ziemlich großer Ort. Das Witzige ist, jeder von uns, der hier lebt, bewohnt seine eigene kleine Welt. Nehmen wir nur mal den Fall von Tip, einem ganz normalen Mädchen mit einer Mom, die sie sehr liebt, und einer Katze namens Schwein. Nicht im Traum hätte sie gedacht, dass es Millionen Lichtjahre entfernt einen kleinen Kerl namens O gibt. Hallo! Ein rangniederes Mitglied einer Nomadenspezies namens die Boofs. Ein kleiner Applaus für Daddy! Auf der Suche nach einem sicheren Zuhause. An welcher Pflanze wachsen diese köstlichen Früchte? Man sollte meinen, die beiden würden sich nie begegnen. Aber eines lässt sich über das Universum sicher sagen. Es ist unvorhersehbar. Wenn du mich nicht ins Raus lässt, schieße ich Laserstrahlen aus meinen Augen. Sowas kannst du? Ja. Von DreamWorks Animation. Was hast du mit meinem Auto gemacht? Es jetzt kann viel besser schweben. Ich nun bereit bin, für eine traditionelle Geste von menschenhafter Dankbarkeit anzunehmen. Es ist Tradition, sich auf die Nase zu boxen. Halt still. Genug von Dankbarkeit. Von den Machern von Die Croods. Dein Auto ist verkeimseucht. Das ist mein Haustier. Na nun, es vibriert. Wird es gleich explodieren? Und Drachenzähmen leicht gemacht. Wie du heißt? Meine Freunde nennen mich Tip. Ich bin O. Oh? Ich wurde diesen Namen gegeben von meinen vielen, vielen Freunden. Morgen! Oh. Hi, Leute! Oh. Hallo! Oh. Sie sind uneinholbar. Warum suchen die dich? Ich habe ein paar Fehler gemacht. Halt, 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 halt. Ah. Oh. Ups! Verhaftet den Boof! Sie sind unberechenbar. Was passiert mit meinem Körper? Das nennt man Tanzen. Oh nein! Was machen meine Hände? Nimmt das denn gar kein Ende? Und ihre Reise um die Welt. Jetzt ich fahren. Schlüssel bitte. Du bist ein miserabler Fahrer. Wird unvergesslich. Sieh nur, da ist unser Auto. Willst du mich absichtlich wahnsinnig machen? Hey, what's up everyone? Valerie here with news on Josh Brolin reuniting with the Coen brothers for Hail Caesar. Brolin is set to star alongside George Clooney in the new comedy that centers on Eddie Mannix, a 1950s fixer who works for major Hollywood studios to try and keep the biggest movie stars in line. Josh Brolin previously starred in the Coen brothers' No Country for Old Men, and he will next portray Thanos in Guardians of the Galaxy. That's all for today. Subscribe to keep up to date and remember, a fish rots from the head down. Ciao, ciao.